Evil 4. Verdammter Wichser, ey. Scheiße, der lebt noch. Der Flachwichser lebt noch. Da unten. Alles voll von diesem Spannacken. Ich hoffe, dass da hinten war der Raketenwerfer, Mann. Ansonsten droht uns hier gleich noch eine üble Überraschung. Üble Überraschung. Erste Hilfe-Spray. Das kompensiert ein wenig meinen recht deftigen Heilmittelkonsum. Und da wartet nochmal wieder ein grünes Kraut auf uns. Ey, ich hab die Dinger echt hier. Also, ich sollte echt ein Gewächshaus aufmachen. Oder eine Botanikzucht betreiben oder sowas. Keiner da? Keiner da. Ich dachte gerade schon, ja, es wäre der Raketenwerfermann, aber es war zum Glück nur Motherfucker Mike und ja, dass die Musik jetzt... Dass die Musik jetzt hier aufhört, heißt nicht, dass alle Gegner weg sind. Was ich eigentlich dachte. Und ja, ich schaffe es irgendwie nicht, dort auf die andere Seite zu kommen. Wer ballert da denn? Ist das unser Motherfucker? Motherfucker? Ist das Mike? Ach ja, und da haben wir nach langer Sucherei endlich die Leiter gefunden. Mit etwas Glück sind die ganzen Gegenstände noch hier, die die Feinde hinterlassen haben. Ja. Oh yeah, Magnum-Munition. So. Dann. Runter mit dem Hebel. Und da ist unser Ausweg aus dieser Hölle. Und der ballert einfach fröhlich weiter. Weiß nicht, ob der sich hier unten Zielscheiben hingestellt hat und gerade trainiert oder so, oder ob er irgendwie den Auftrag hat, möglichst viel Munition zu verballern oder was weiß ich. Wir sind raus aus diesem Bereich und hoffentlich geht's im nächsten ein bisschen ruhiger zu. Klingt doch sehr friedlich, oder? Nein. Scheiße. Hilfe! Yeah! Whoa, 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 whoa. Plumps. Thanks. When we get out of here, drinks are on me. Yeah. Hey, I know a good bar. Excellent. Oh nein! 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 Nicht den Motherfucker, du Motherfucker! Oh nein! Ich hab ihn doch gerade erst kennengelernt! Verdammter Wichser! I'll make sure you're the next to go, Sadler. Du verdammtes kleines Stück Scheiße! Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard!
It's nothing to get all upset about. Nö. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Lebewesen ist Lebewesen, Leon. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Oh, das ist aber nett von ihm. Oh, Mann, hey. Ja, Leon, du hast ungefähr jetzt schon bald an die 900 Fliegen erschlagen, seit du nach Spanien gekommen bist. Scheiße. Ach, Mann, ja, jetzt keinen Schluck auf. Oh, Mann. Mike, Mensch. Wie können Sie diesen Charakter nur töten, nachdem man ihn gerade erst kennengelernt hat? Sowas macht man doch nicht. Er hat doch so viel Gutes getan. Mike, dafür werden Sie bezahlen. Ja, das schwöre ich dir. Und die Drinks werden Sie auch bezahlen. Legen wir noch eine Schweigeminute für ihn ein. Okay. Wir machen weiter. Und gab's hier nicht sonst noch irgendwie was? Item oder so? Gab's hier nicht so irgendwie einen kleinen Schatz oder sowas? Oder verwechsel ich da jetzt was? Wahrscheinlich tue ich das. Naja, 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 naja. Dann wohl nicht. Gut, gut, gut. Was steht als nächstes an? Ich weiß nicht, ob wir jetzt in dieses unterirdische Gefängnis gleich kommen oder so. Ich glaube aber. Mal schnell durchladen. Das dürfte der Weg hier sein, obwohl wir, glaube ich, erst gleich noch eine kleine Cutscene haben, die schmerzhaft für Leon ist. Ada. Leon, you okay? Yeah. Oh nein, oh nein. Break it, break it, break it. Nein. Tu was, Ada. Aber doch nicht das Knie in die Nüsse. Das macht man nicht. Sorry, Ada. We have to get that parasite out of your body. Yeah. Danke, Captain Obvious. That, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Ja, so viel zum Thema wir, ne? Da hast du ja richtig gut was auf die Beine gestellt. Frau Naseweiß. Naja. Sie ist immer noch heiß. Im Prinzip heißt das, ich muss mich selbst darum kümmern. Kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie ein Gerät hervorzaubert, mit dem man Parasiten entfernt oder so. Naja. Ich glaube, jetzt kommen wir in dieses Gefängnis hier rein, das ja immer so ein bisschen surreal ist. Man hat noch das Adrenalin von dieser Schlacht mit möge er in Frieden ruhen, Motherfucker Mike. Das Adrenalin hat man noch immer im Blut. Und dann kommt man plötzlich an so einen Ort. Und, ja, gut. Kombinieren wir.
Und räumen wir ein wenig auf. So. Ah ja. Dieses nette kleine Easter Egg. Mit dem lebenden Sack. Was zum Teufel ist das für ein Ding? Ja, ich wüsste es auch gern. Leider öffnet Leon das nicht. Und man erfährt nicht, was dort drin ist. Das ist ungefähr so wie mit dem Pulp Fiction Koffer. Vielleicht ist da ja auch irgendwie die Seele von Lord Settler drin. Oder so. Beim Pulp Fiction Koffer wird ja immer vermutet, es ist die an dem Teufel verkaufte Seele von Marcellus Wallace oder so. Hab ich mal gelesen. Das scheint wohl die gängigste Theorie zu sein, was das angeht. Aber egal. Will ich mich jetzt nicht weiter damit befassen. Hier müsste irgendwo noch so ein... Ja, ich höre ihn atmen. Ich glaube sogar, dass das wieder ein Iron Maiden ist. Traut sich nie raus. Ich traue mich nicht rein. Nee. Ah, da ist er. Und das ist tatsächlich einer. Aber nee, er hat keine Spikes, aber er hat vier Parasiten. Das ist ein Regenerator mit mehr Parasiten drin. Ah, er hat noch einen auf dem Rücken. Oder so. Ja, er hat noch einen auf dem Rücken. Hoffentlich können wir das mit einer Granate regeln. Boah. Ja, wir können es mit einer Granate regeln. Boah, das sieht wirklich abartig aus, wie die Viecher da rumspringen. Da müssen denen eigentlich nicht die Beine nach einer Weile, eigentlich müssen die ja wieder nachwachsen, ne? Denn, ja, das sind ja Regeneratoren, ne? Okay, so langsam dämmert es einem wohl, was da drin sein könnte. Vielleicht ein lebender Haufen Fleisch oder so. Was auch immer. Ich glaube, nach dem, was ich da gerade gesehen habe, möchte ich es gar nicht mehr wissen. Vielleicht ist da auch so ein hüpfender Regenerator ohne Beine drin. Lassen wir es einfach dabei. Da ist ein Stück eines Regenerators drin, was per OP abgetrennt wurde. Was aber immer noch lebt, weil die Regenerationszellen zum Überleben in dem Teil mit drin waren. Das Projekt hat man nicht für gut befunden, in einen Sack gesteckt und dort gelagert. Punkt. Wer eine bessere Theorie hat dazu, schreibe sie bitte in die Comments. Ich bin gespannt. Und sie muss wirklich gut sein, sonst braucht ihr sie gar nicht erst reinschreiben. Wer oder was bestimmt, dass sie gut sind, weiß ich nicht. Egal. So. Ich glaube, jetzt kommen wir zum letzten großen Gegnerareal des Spiels. Also wo wirklich ein Haufen Gegner auf uns wartet. Und ich glaube, hier ist auch wieder ein Gatling-Mann am Start. Also es ist nicht der letzte Bereich, wo Gegner im Allgemeinen sind, sondern einfach wenn ich mich nicht irre, der letzte Bereich mit so vielen Gegnern, wo wir ein bestimmtes Ziel erreichen müssen, um weiterzukommen. Und hier haben sie nochmal ordentlich geschützt, ausgepackt. Und wir haben diesmal nicht unseren Motherfucker Mike hier an Bord. So, wo ist der Schütze? Da ist er.
krieg ich. Ach Mist, da kommt er schon. So, wärst du denn bitte so freundlich und würdest... War jetzt gerade nicht zufällig einer. Wäre er denn so freundlich und würde sich zu diesem taktisch klug platzierten Militärfass begeben? Okay, jetzt habe ich es zwar an einsamen Fuzzi da verballert. Ah, egal. Oh. Ja. Vielleicht könnte diese Granate uns hier helfen. Hat ihn nicht sonderlich beeindruckt. Die auch nicht. Also entweder ziele ich gerade schlecht oder der ist irgendwie immun gegen Granaten. Ich versuch's mit einer Blendgranate. Hier. Ja, die beeindruckt ihn schon eher. So, und jetzt können wir ihn hoffentlich schnell mit Gewehr salven. Scheiße. Jawohl. Da konnten wir ihn schnell mit Gewehrsalven aus dem Weg rollen. Ja, und er war leider schon tot, bevor er nochmal wankelte und ich vielleicht noch eine Chance auf einen German Suplex hätte. Brandgranate. Ah, da ist ein Tasermann. Bam. Zaun im Weg oder? Verstehe ich jetzt nicht ganz, warum das Fass nicht hochgegangen ist. Also ich meinte schon das Explosivfass, ne? So wie dieses hier. Ein sehr widerspenstiger Mann. Der lässt sich nicht durch eine Explosion töten. So, die Musik hört auf. Hier allerdings. Dort ist was Grünes an der Wand und das heißt es doch oftmals, drück mich. Oder interagiere mit mir. Es ist ein elektrisches Verriegelungssystem. Hier ist ein Schlüsselkartenleser. Sieht aus, als wäre alles grün. Okay. Aber grün heißt doch eigentlich, dass ja, alles okay ist, ne? Aber entweder bleibt es nicht so oder ja, wozu baut man denn in so einen Abschnitt auch einen Schlüsselkartenleser rein, wenn man mit ihm nicht richtig interagieren sollte, also wenn man nicht auch eine Schlüsselkarte dort reinstecken sollte. Gehen wir das Ganze doch mal von hier an. Noch gleich irgendwie eine Cutscene kommen oder so. Ah ne, da ist auch noch ein Bedienpult. Bedienpult, Bedienungspult, ein Schaltpult. Ja. Und der Arsch nimmt die Karte daraus. Lässt sie aber freundlicherweise.